Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Boris vom Wildenburger Land, unserem Pudelpointer, Jährling und meiner Wenigkeit Uli Bertschi. Thema HZP-Vorbereitungskurs und wir sind schon beim Teil 4 im Apportieren. Wenn jetzt die vorherigen Elemente alle funktionieren, was wir in Teil 1, 2 und 3 behandelt haben, dann nichts wie los, jetzt auf die Schleppen und zwar Pseudoschleppen. Das heißt, ich nehme den Hund immer noch an die Schleppleine, ich brauche so einen Markierpunkt, kann ausschauen, wie ihr das gerne möchtet. Wichtig ist halt einfach, dass man den Punkt dann später einmal findet. Dass man alles ritualisiert, also ein Ritual daraus macht, aber der Hund darf alles zugucken. Und was natürlich gar nicht fehlen darf, ist Wild. Zuerst machen wir es mit dem Kaninchen, dann mit der Ente, weil das sind eigentlich die zwei Wildarten, die wir an der HZP verwenden. Jetzt aber nicht noch lange schnacken, sondern los geht's. Viel Spaß! Also jetzt mal die Schleppleine vorbereiten. Und es geht wirklich nicht darum, weite Distanzen, sondern es geht immer noch um Sicherheit. Wow, du bist so lieb. Platz. Solche Distanzen, wo man den Hund noch unter Kontrolle hält, er muss einfach begreifen, dass es ein Ritual ist, dass man immer alles genau so macht. Ich mache da schon wie an der Prüfung einen Anschuss. Ich markiere hier, so dass ich genau weiß, wo es ist. Nehme ein bisschen Wolle, streiche das herum. So, und er darf zugucken. Wirklich kein Problem. Er darf zugucken. So. Und lege das Stück aus. Das Einzige, was jetzt anders ist als an der Prüfung, nebst dem, dass natürlich die Distanz viel größer ist, ist, dass ich wieder auf derselben Linie zurückgehe. Es geht wirklich nur darum, Präzision, dass der Hund schön apportiert. Und Person ist die eine mit Gabi. Hallo Gabi. Hallo. Geht's noch oder hast du schon den Krampf mit der Kamera? Geht noch. Super. So. Platz. Jawohl. Boris, sitz. So, ich brauche. Wow. So. Und jetzt setze ich den Hund an. Wow. Oh la la. So, dass er suchen kann, zum Kaninchen kommt. So, dies greift. Und jetzt gehe ich wieder zum Anschuss zurück und kehre mich hier, weil das ein Steilhang ist, den Hund in den Berg, dann bin ich tiefer als der Hund. Das ist ein Vorteil. Auch vom Druck her, wo ich dem Hund mache oder eben nicht mache, geht viel einfacher. Das ist übrigens an steilen Uferböschungen auch dasselbe. Nicht den Hund unten lassen, sonst lässt er viel schneller rausfallen, sondern unten bleiben, den Hund oben parkieren. Boris, aus. Wow, du bist so nett. So nett. Oh. So, ich brauche. Sitz. So, Platz. Warte. So, dann wieder dasselbe. Anschuss. Der Hund darf zugucken. Wieder auslegen, das Kaninchen. Und das macht nur ganz, ganz oft. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn er plötzlich einen Durchhänger hat, sondern eher umgekehrt. Nicht nur eher, sondern ganz wichtig, irgendeinmal. So, soll er den Durchhänger haben, dann kann man nämlich korrigieren und sagen, Schatzi, du musst immer, immer, auch wenn du nicht mehr möchtest, du musst immer. Boris, jawohl. So, ich brauche. So, ich brauche.
Apart. Jawohl, jetzt hä? Ist ein Fall gekommen, wo ich dann die Schleppleine benutzen durfte. Mit dieser Korrektur da. Wow, super. Boah, das ist aus. Oh, warte. So. Wow, super, komm. Und komm, Fuß, Fuß. Hey. Sitz. So, ich bin auf Platz. Warte. Da wären wir jetzt schon eigentlich am Anschlag gewesen, wenn wir keine Schleppleine gehabt hätten. So, wieder die Schleppe. Eigentlich normalerweise kommt da ein Schleppschnürchen dran. Aber es geht in der Not auch so. So. Boris, sitz. So, ist brav. So, ist brav. Boris. Ja, fahr. Wow, super. So, ist brav. So, ist brav. So. Das war gar nicht... Wow, du weißt schon, wo dich hinsetzen. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Was mich noch ein bisschen nervt, ist... Den Moment vom Schnuppern da, das probiere ich jetzt noch auszubügeln. Auch für das ist die Übung gut. Boris. Ah, Boris. Aus. Wow, genau, das war nur der Name und dann kommt noch der Befehl vom Aus. Nicht, dass wir da schludrig werden. Ah, super gewesen. Super. Und ein weiterer Punkt, wo nicht zu vergessen ist, wir haben jetzt hier Platz. Die Mittagssonne, also schweineheiß, jetzt wieder einmal, ausnahmsweise. Und das ist auch ein Punkt, wo man nicht unterlassen darf, an einer HCP kann es wie nichts auch mal 28, 30 Grad sein am Nachmittag, bis die Schleppen dran sind. Und da muss der Hund einfach umgehen können, damit er hechelt. Hält den Fang nicht mehr gerne zu, wie sonst, wenn es schön kühl ist und er schön greifen kann. Auch an das mal denken und so trainieren, 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 auch wenn es dem Hund unglaublich schwer fällt. So. Super, wow. Boris. Boris, so. Apart. Jawohl. Genau, jetzt habe ich ein Signal mit der Schleppleine gegeben und den Befehl, dass es ein bisschen schneller läuft. Wow, super. Boris. Boris. Aus, wow. Ja, wow, sitz. Sitz. Warte. So. Super. Komm doch mal. Sitz. Und Platz. So, und das wirklich 10-mal machen, 15-mal machen, spielt gar keine Rolle. Und dann wechseln. Und das machen wir jetzt gleich. Dass wir dasselbe dann auch noch mit der Ente machen können. Genau dasselbe. So. Gibt jetzt einen Witterungscocktail. Jetzt drück. So. So. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr natürlich selbstverständlich auch zwischendurch ein Motivationsballspiel machen. Dann hechelt er noch mehr und es wird noch schwieriger, dann seriös. So, zu apportieren. Boris. Jawohl. Wow.
Oh, sensationell. Du bist so gut. So, und ich stelle mich eigentlich normalerweise dann an der Prüfung so hin, dass ich kleiner bin, der Hund höher, aber jetzt für die Kamera selbstverständlich so ein bisschen seitwärts. Das ist die einzige Begründung, wieso dass ich jetzt den Hund hier habe. Boris. Aus, ja, jetzt hast du es verstanden. Boris ist nur der Name. Und aus ist der Ausbefehl. So, super. Oh, Enteli. So, ich bin Platz. Und das, auch das hier, so viel wie nur möglich machen, wieder 10, 15 Mal, ungeniert. Wir wiederholen es jetzt einfach für die Kamera nicht 15 Mal, sonst hat Gabi den Krampf im Arm, oder Gabi? Und ihr könnt nicht mehr zugucken. Aber ich mache es selbstverständlich auch so, dass ich so oft übe und repetiere und wiederhole. Und mit dem Ziel, dass mal ein Fehler passiert, weil auf die Distanz mit der Schleppleine kann ich einfach wirklich blitzschnell korrigieren und das ist ein Vorteil. Und wie gesagt, im größten Sonnenschein auch mal machen, nicht nur bei Kälte, bei kühlen Temperaturen, bei Regen, geht viel einfacher dem Hund, als wenn er hecheln muss. Boris. So, ich bin am Jaffall. Wow, das ist sensationell. Und natürlich auch das Zurückkehren bis zum Punkt vom Anschuss. Wow, schön präzise das Durchspielen, dass für den Hund immer klar ist, ich muss hier zum Anschuss zurück. Du bist so genial. Boris. Alles. Wow, so ist gut. Warte. Sensationell. So, ich bin. So, ich bin. So, jawohl, jawohl, jawohl. Und jetzt finde ich natürlich ganz wichtig, auch wieder mal eine kleine Auflockerung für den Hund. Boris, komm. Oh, so ein Spiel mit Spielregeln. Sitz. Das heißt, der Hund muss sich hinsetzen, warten, bis ich ihm sage, er darf gehen, sodass auch das hier Sinn macht. Aber halt trotzdem zum Auflockern, zum Motivieren ist. Boris. Warte. Boris. So. Ja, ich hoffe, wir konnten euch wieder mal das eine und das andere zeigen. Und so bleiben wir am Ball. Was ich noch erwähnen muss, sollte es hier nicht funktionieren, dann sofort wieder auf Stufe 3, 2 oder sogar 1 zurück. Also wieder eingeben, halte fest aus. Schleicht sich nur der kleinste Fehler ein, dann immer wieder zurück. Und manchmal schadet es auch nichts. So oder so wieder einen Schritt zurück, mache ich immer und immer wieder. Hey, in dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß beim Umsetzen. Bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi.